Die Fugu von Citizen kriegt im wahrsten Sinne des Wortes Nachwuchs. Und zwar mit drei neuen Modellen, die mit einem strukturierten Zifferblatt ausgestattet worden sind, das quasi auf dem Balzverhalten des männlichen Kugelfisches basiert, der, so haben Verhaltensforscher herausgefunden, nicht nur für den Spitznamen der Uhr verantwortlich ist, sondern auch in gewissen Bereichen des Meeres für kunstfertige Zeichnungen auf dem Boden verantwortlich ist, mit dem dieser wiederum um die Gunst weiblicher Fische buhlt. Die japanische Uhrenmarke bringt von dieser Version der Fugu drei Modelle auf den Markt. Da wäre einmal eine geschwärzte Gehäuseversion mit einem Leuchtzifferblatt und einem blauen Band, dann die Edelstahlversion mit einem schwarzen Zifferblatt und gelben Akzenten auf dem Rio und zu guter Letzt eine blaue Zifferblattversion mit einem Edelstahlband mit Fallschließe. Bei allen Modellen ist der Gehäuseboden massiv ausgeführt worden und mit einem Kugelfisch graviert worden. Die Krone befindet sich traditionell bei 8 Uhr für die bessere Ergonomie und ist verschraubt. Gehäusedurchmesser ist hier 44 mm, das Deckglas ist aus Saphir. Im Innern tickt das 8204 Kaliber von Citizen, das rund 42 Stunden Gangreserve bietet und nebst der Zeitanzeige auch noch die Tages- und Datumsanzeige mitbringt. Die Preise für diese neue Version der Fugu starten bei $550 und gehen bis etwas über $600, je nach Wahl von Band und Gehäusefinish. Wer die Uhr in Süd- oder Nordamerika kauft, kann auf bis zu 5 Jahre Garantie zählen. Wer mehr über die drei neuen Versionen der Fugu erfahren möchte, im Beschrieb des Videos gibt es einen Link zu weiteren Informationen und Fotos rund um diese drei Modelle. Wer Fragen hat, kann wie immer gerne das Kommentarfeld dazu benutzen. Ich freue mich natürlich über einen Kommentar, ein Like und über einen Subscribe.